Einen wunderschönen guten Tag, Couchos, zu einer neuen Folge Mighty Number 9. Ich habe mich mal wieder zum Boss vorgestorben. Und, ja, ich habe schon wieder nur zwei Leben. Es ging allerdings relativ schnell, muss ich sagen, das Durchkommen. Ich habe mich immer gut angestellt, aber... Here it comes! Boom! Here it comes! Boom! What? Ah. Ich habe mich gerade... Here it comes! Boom! Crush! What? I don't want to fight you, Pyro. Also die Phase habe ich schon mal besser geschafft. It's no use, Beck. He's too far gone. You'll have to stop him by force. Here it comes. Boom. Crush. Ah, jetzt hat mich die Explosion so noch getroffen. Here it comes! What? Auch wenn ich zu schwierig bin. Here it comes! Boom! Crush! Oh. Come on! Snap out of it! Okay, nachdem ich beim letzten Mal einfach vollkommen dämlich gespielt habe, is that... war es dieses Mal noch besser. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze unkommentiert. Rang C, ja. Da kann ich mit leben. Viel besser war es nicht. Was? Ah, okay, wir haben das Pyro-Gen bekommen. Ohne irgendeinen Kommentar, nicht irgendwie, ich meine, da hätte ich jetzt so irgendwie, da hätte Mighty Number 9 was sagen können. Jiminy, atta boy, Beck. Come on, Will, show a bit of enthusiasm. Perhaps you should show a bit of restraint, Dr. Zonda. This is only the beginning. Call, please transfer Beck's assimilated cell data over to my terminal. I want to begin my analysis and see if I can isolate the root of the malfunction. Right away, Professor White. Incidentally, Zonda, rein vom Spielprinzip macht Spaß. The president of Cherry Dynamics was insisting the source of the incident is Dr. Blackwell. What? Poppycock! Blackwell is a genius, but he couldn't possibly be behind this. You must admit there are similarities to his last plot to shut down every robot in America. You mean how they both originated at the Battle Coliseum? But he was caught and arrested. Even Blackwell isn't clever enough to pull this off from inside a maximum security prison. Indeed. I wonder why Mr. Graham seems so certain. Well, enough of that. There's data to sift through. Zonda, can you continue assisting Beck? Absolutely. Let me know as soon as you discover anything. Diese Zwischensequenzen sind halt einfach so unglaublich lieblos. What should we tackle next? Ja, hier haben wir nochmal die Dinger. Und hier haben wir das hier. Go ahead and... Egal, wir machen jetzt einfach weiter mit Mighty Number 2. Und ja, ich will nochmal erwähnen, das Ganze wird natürlich, das Spiel wird uns zur Verfügung gestellt von Games Planet. Wenn ihr uns unterstützen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Affiliate-Link. Wenn ihr darüber einkauft, bekommen wir einen kleinen Teil ab. Mighty Number 2, Cryosphere, has been traced. Das habt ihr sicher in der Einblendung sowieso gesehen. Ah ja, okay. Was heißt... Nein, ich weiß. Ratschlag? Pyro hier. I'm in. Cryo's certain. I'll be fine. But Beck, you'll want to really watch it. Ah ja, ah, das ist jetzt glatt, okay. All set, then? System ready? Das Level habe ich auf der Gamescom gespielt. What's this? The main
entrance is frozen shut! Back, proceed east. I've located an alternate route into the waterworks. Da machte es, wie gesagt, das machte auf der Gamescom total Spaß. Darf ich hier runter? Danke. That's more like it. Hauptsache ich treffe mich. That's here we go. Oh nice, eine 5er-Kombo. Das ist mit Sicherheit eigentlich total schlecht, aber. Careful, Beck. Contact with any of that malfunctioning purification equipment could be fatal. Ja, ich weiß. Nein, da hoch wollte ich. So. Ich erinnere mich tatsächlich so ein bisschen. Erinnere ich mich noch an das Level. Oh shit. Ja, ich erinnere mich. Nein, da hoch. Ja, danke. Ich weiß gar nicht mehr, wofür die Dinger sind. Nein, da hätte es einen Zwischenstopp gegeben, der mit Sicherheit einfacher gewesen wäre als das, was ich hier gerade versucht habe. Okay. That's more like it. Okay, so. Das ist halt echt fies, dass du hier bei der ersten Berührung dran glauben musst. Okay, wir nehmen einfach den sicheren Weg. Ah, guck mal. Ich weiß gar nicht, ob das so eine Art Secret ist, ob es hier Collectibles gibt. Oh Gott. Nein, 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 stopp. Here we go. Okay. Aua. Hatte ich das Ding noch nicht komplett zerstört? Warum? Ich möchte bitte nach oben. Okay. Ha! Das war. What the? It's not just the entrance. The entire place is like one giant ice rink. This is Cryo's handiwork, all right. Careful, Beck. You know how she loves her pranks. Stopp. That's more like it. So, jetzt kommt der Zwischenboss. Ah, nee, hier kommt's. You're a thin ice here, right? So try not to get cold feet, okay? Wir spielen hier eine Runde Pong. Okay, einen haben wir. Komm schon, nicht vom Ball treffen lassen. Nice, haben wir. Okay, ich will. Nein, ich sag lieber nicht, dass ich besser ein Spiel finde. Weil. There's only one way to get past all this ice. Burn right through it! Beck, ja. I'll get the waterworks back up and running. You take care of Cryo. Shit, das hätte ich gebraucht. Das hätte ich halt echt gebraucht. Haha. Oh Gott, geht's weiter mit Pong spielen? Okay, ja, es geht weiter mit Pong spielen. After all, revenge is a dish best served cold. Oh, you aren't hurt, are you, Beck? Here, let me put some ice on it.
Aua. Nein! Hey, ich habe doch gecharged! Okay, scheinbar habe ich nicht gecharged. Okay, wir starten direkt vom Boss. Wir haben 3 Versuche. Wenn ich ihn allerdings nicht schaffen werde, dann... Oh nein, 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 nein. Oh, jetzt bin ich da reingecharged. Okay. Das war okay. That's more like it. No, nein. Komme ich hier wenigstens? Nein, ich bekomme hier nicht mehr was nach dem Start. That's more like it. Nein, warum denn? Warum hältst du dich denn nicht fest? Nochmal nein. Oh, Gottes Willen. Ich habe wirklich den Tag vom, den Abend, den Tag vom Abend. Nicht den Abend vor dem Tag oben. Ja. Und dann nicht runterfallen. Um Gottes, was mache ich denn eigentlich, ey? That's more like it. Ich muss einfach vorbei. Ich muss einfach länger spielen. That's more like it. Okay, so jetzt machen wir erstmal wieder da hinten auf. Dann kann ich nämlich an dem Ding vorbeischalten. Würdest du dich daran festhalten? Ach, da hält er sich nicht dran fest. Okay. Warum hält er sich denn da nicht dran fest? Oh. That's more like it. Eigentlich, ich spiele ja wirklich gerne Jump'n'Runs. Ich habe die auch früher viel gespielt. Einfach ja auch aus dem Grund, den ich auch beim letzten Mal sogar genannt habe. Aber ich komme noch nicht darauf. Nein, 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 stopp. Nicht frieren, nicht einfrieren. Ich komme nicht auf diese kurze Sprungdistanz. Ich komme einfach nicht auf diese minimale Sprungdistanz von ihm klar. Auch wenn ich diesen Bash habe. Wenn ich da unten halt irgendwo hängen bleibe. Ja, jetzt ist nämlich vor allem mein letztes Leben. Wenn ich unten irgendwo hängen bleibe, komme ich ja nicht mehr hoch, weil er sich an den Kanten da nicht festhält. So, ich muss jetzt da unten drauf. Und dann übersehe ich das nächste Ding. Ich übersehe einfach das nächste Ding. Oh. That's more like it. Warum? The main entrance is frozen shut. Back. Proceed east. I've located an alternate route into the waterworks via the reservoir. Geh hier einfach runter. Geh doch runter. Danke. Careful, Beck. Contact with any of that malfunctioning purification equipment could be fatal.
So, ich versuche jetzt einfach mal im Schnelldurchgang hier durch. That's more like it. Okay, hier ist mit schnell relativ. Okay. Erster Ausgang direkt geschafft. Nice. Aua! What the shit? Dann nehmen wir uns das Zeug hier zumindest mit. Schönes. Danke. What the? It's not just the entrance. The entire place is like one giant ice rink. This is Cryo's handiwork, all right. Okay, wir haben 5 Leben. Careful, Beck. You know how she loves her pranks. 5 Leben habe ich. That's more like it. Warum kann ich da eigentlich hoch? Das verstehe ich noch nicht. Ich würde sagen, könntest du da bitte runterkommen? Ich möchte auf dich schießen. Ja. Alter, nicht so schnell spielen hier. Das war okay, das war okay. There's only one way to get past all this ice. Burn right through it. Schön gemacht. I'll get the waterworks back up and running. You take care of Cryo. I needed that. Ich vergesse die ganze Zeit, dass der hier unten den Weg lang bahnen. Das hatte ich eben besser gemacht. What now? Hä? Oh Gott, muss ich gar nicht nehmen. Ah, ich kann wieder hoch. That's one. Ach, guck mal, da unten ist was. Wunderbar. Aber nicht so. Nicht wieder auf den Kopf fallen lassen. Ich frage mich übrigens, was habe ich da für Buffs? Ich habe da irgendwie 1 und 2. Ist das für meine Fails? Warte, oh, nein, nicht wieder. Nein, 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 komm da raus, komm da raus, komm da raus. Komm schon, komm schon. Komm schon. Okay, schön. Aber das hatte ich eben auch schon geschafft. Hier bin ich beim letzten Mal dran gescheitert. Und zwar kläglich. That's more like it. Okay, so. Vorsichtig jetzt. Nein, nicht schon wieder ins Eis. Ha!
So. Jetzt bin ich halt mit einem Charge drüber gecharged. Das gibt's doch nicht. Hier gibt noch Sachen. That's more like it. Kein Kommentar. Kein Kommentar, bitte. Bring it on. Jetzt habe ich wieder irgendeinen Buff bekommen. Ich frag mich ja, ob der tatsächlich dafür ist, dass ich faile oder. That's more like it. Nicht wieder zurückschaden. Nein, nicht darunter fallen. Oh shit. Okay. Okay, okay, wir sind oben. Let's fire it up! The waterworks is back in business, Beck. Nice, schön. All that's left is for you to flush number two. Danke, number one. Cryo! So. You just refuse to chill out, don't you, Runt? Well, I'm sure it's nothing a little cold shower won't cure. Ganz schön klein und leicht. Aber gut, so sieht er ja auch aus. Hold on, hold on! Hold on! Nein, stopp, stopp. Nein, nicht. Ach, komm schon. Warum habe ich eigentlich schon so viel Schaden genommen? Ich glaube, ich nehme immer Schaden, wenn ich da reinkomme. Komm schon. Oh, komm schon. Boah. Okay. Das war noch nichts. Here we go. Bring it on. Das war noch gar nichts. Also ich meine, das Ausweichen am Anfang, also das hier. Nein, ich hab ihn doch in der. Aua. War das. Ach, er heilt sich da. Na, natürlich heilt er sich da. Alter. Okay, wenn mir das passiert nicht tot. Das Frost macht gar nicht mal so viel Schaden, das ist okay. Aber wenn ich eingefroren werde, dann. Alter. Okay, eingefroren werden geht gar nicht. Oh shit, komm schon. Komm schon. Komm schon.
Ja. Prima Jamma! Hold on, hold on! Hold on! Kippipew! Kippipew, kippipew! Kippipew, kippipew! Kippipew! Hi-ya! Kippipew! Kippipew, kippipew! Kippipew, kippipew! Kippipew! Prima Jamma! Hi-ya! Kippipew! Oh Mann, das gibt's doch nicht. Hold on, hold on, hold on. Kippipew, 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 kippipew. Hi-ya! Kippipew, 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 kippipew. Okay, er war da eben noch scheinbar unverwundbar. Hold on, hold on, hold! Kippipew! Kippipew, kippipew! Kippipew, kippipew! Kippipew! Oh. Hold on, hold on, hold! Kippipew! Kippipew, kippipew! Kippipew, kippipew! Warum? Ich habe ihn doch angeschaut. Oh. Wenn die übrigens mit ihrem Piu 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 nicht so nervig wäre, wäre das Ganze halb so wild, ey. Cryo! Warum kann ich denn mal durchchargen und mal nicht? Verstehe ich nicht. Eigentlich heißt es so viel wie, ich bin Sub-Zero, du spielst nie mehr. You're playing Zero. Nicht, du bist Zero oder so. Aber gut. Okay, machen wir es so. Okay. Hold on, hold on, hold! Kippipew! Kippipew, kippipew! Kippipew, kippipew! Kippipew! What the what? Okay. Not bad, Brent. Now that we've broken the ice, shit. Time to give you the cold what shoulder. The shit, eh? Prima Jamma! No. Ooh,
Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. No, oh, fuck it. Komm schon, komm schon. Nein, warum macht denn jetzt immer die Kugel? Oh, meine Güte. Aber ich meine, jetzt habe ich prinzipiell, weiß ich jetzt, wie ich das machen muss. Das Problem ist, ich habe kein Leben mehr. Also nur noch das eine jetzt. Das ist das letzte Leben, das ich habe. Achso, ich soll das einfach mal überspringen. Das darf nicht passieren. Not bad, Runt. Now that we've broken the ice, time to give you the cold shoulder. Nein! Komm schon raus da. Komm schon. Ich hatte kein Leben mehr. Alter. Das war fucking knapp. Hm, Herzinfarkt. Boah. Leute. Das soll's gewesen sein für dieses Mal. Das wird mit Sicherheit wieder ein C, wenn überhaupt. Das wird sogar ein D. Aber ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, ob ich da stolz auf mich drauf sein sollte, aber ich hab's geschafft. Wir klicken nochmal kurz auf OK. Gucken nochmal, ob es irgendwas Storymäßiges gibt. Wir haben jetzt auf jeden Fall New Form. Cryosphere. Ja doch. Ja, war richtig. What should we tackle next? So, ja, dann geht's wohl beim nächsten Mal auf zu Mighty Number 3. Für heute sind wir aber, wie gesagt, am Ende angekommen. Mal gucken, ob ich in diesem Spiel noch besser werde. Bis jetzt, spielerisch macht es Spaß. Von der Story her ist es extrem lahm. Von der Liebe, die sie in das Spiel gesteckt haben, ist es quasi nicht vorhanden. Von daher, ich werde es trotzdem weiterspielen, weil es allein vom Spielerischen her ist es schon ganz witzig. Dann erinnere ich nochmal dran, wie gesagt, das Spiel wurde mir gestellt von GamesPlanet. Dazu gibt es unten in der Videobeschreibung einen Link. Wenn ihr darauf klickt und dann was kauft, könnt ihr uns unterstützen. Und ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und bis dann.